Herzlich willkommen bei der Trachtenkulturberatung des Bezirks Schwaben. Diesmal mit einer Bilderschau. Hautnah können Sie uns im eindrucksvollen barocken Kloster St. Mang erleben, in der Ausstellung Sehnsucht nach Heimat, Trachtenkultur im Füssener Land. Ein traditionelles Thema präsentiert sich im Museum der Stadt Füssen im modernen Gewand. Die Ausstellung wurde auf Initiative von Richard Hartmann zusammen mit den Füssener Trachtenvereinen und dem Museum von uns erstellt. Viele spannende Erkenntnisse konnten wir in der Ausstellung nicht zeigen. Daher arbeiten wir an einem Ausstellungsbegleitband. Uns faszinieren neben den kulturhistorischen Zusammenhängen die handwerklichen Details. Wenn wir diesen mit Akribie, Gründlichkeit und Lupe auf den Grund gehen, entsteht das Fachwissen, das wir dann in Fortbildungsseminaren weitergeben und euch über Dokumentationen und Publikationen erschließen. Nicht nur die Ziertechniken, auch die Schnitte und Fertigungsdetails von Hauben und Trachtenkleidung vermitteln wir im authentischen Sinne. Wir bleiben dem Original treu. Wenn wir dann basierend auf unserem Fachwissen eure kreativen Ideen, die so schön bunt umgesetzt sind, sehen, freut uns das wirklich außerordentlich. Vereine lassen sich meist wegen der beliebten Trachtenförderung des Bezirks Schwaben beraten. Selber nähen wird besonders großzügig gefördert. Musikvereine haben nicht immer Tracht getragen. Viele Vereine gingen aus den Bürgerwehrkapellen hervor. So ist es naheliegend, dass sie Uniformen, Fantasieuniformen oder ihre Sonntagsanzüge trugen. Unser neuestes Werk, das Buch Schwaben umspinnt, die Knopfmacherin der Knopfmacher, wird ab Herbst verkauft. Es begleitet die Wanderausstellung Knopfmacherei. Die Broschüre zu Haubenschachteln ist für nächstes Jahr geplant. Denn diese aus Graupappe gefertigten Schachteln faszinieren schon alleine wegen ihrer individuellen Größe. Sie werden zusammengenäht, nicht geklebt. Die Trachtenkulturberatung wirkt vom Landauer Haus aus. Dort sind seit 1999 unsere Büros, die Bibliothek, Vortragsraum, Schneiderwerkstatt bzw. Seminarraum und das Textilarchiv beheimatet. Das Haus wurde von der jüdischen Händlerfamilie Landauer 1799 bzw. 1800 erbaut. Für die Hausgeschichte am spannendsten ist die Laubhütte. Nur in Mittelschwaben wurde das Laubhüttenfest innerhalb des Hauses im Dachgeschoss gefeiert. Dafür muss das Dach geöffnet werden. Im Landauer Haus über einen Rollenmechanismus, der das Dach nach innen in den Dachboden holt. Bis heute werden die Laubhütten eher im Garten errichtet, damit traditionell unter freiem Himmel gespeist werden kann. "2017 haben wir im Landauer Haus die ersten Absolventen des Knopfmacherzertifikates mit der Ausstellung zur Knopfmacherei gewürdigt. Im Landauer Haus im zweiten Stock verbergen sich die textilen Schätze in säurefreien grauen Kartons. Diese öffnen sich für Sie. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Forschungsprojekt. Wir stillen Ihre Neugierde, wie die alten Vorbilder genau ausgesehen haben. Diese Störnäherin trägt das Kurzärmelgewand aus dem Eicherer Land. Da muss man doch nichts erneuern, oder? Auch heute ist es kleidsam, wie es ist. Die Tracht der Biedermeierzeit ist ebenfalls sehr attraktiv. Der von uns nach unseren Sammlungsstücken entwickelte Maßschnitt ist nicht abgewandelt. Die historische Schnittlinienführung und die Proportionen sind beibehalten. Beim Kirchgang mag die biedermeierliche Tracht um 1840 so ausgesehen haben. Zu Zeiten der Hüfthose haben wir uns abgewöhnt, den natürlichen Sitz der Taille direkt über den Hüftknochen wahrzunehmen. Daher ist die Rokokotracht mit der streckenden Optik sehr beliebt. Treten Sie ein in das Landauer Haus.
Der Schnitt des Karakors nach einem Vorbild aus der Zeit um 1800 hat einen Brustabnäher, den die Rokokojacken früher nicht immer hatten. Dank hohem Armloch ist der enge Ärmel sehr bequem. Hier sehen Sie übrigens die Nische im Laubhüttenraum. Das Vorbild für den Karako haben wir im Klostermuseum Otto Beuren gefunden. Im dortigen Eingangsbuch, das um 1900 geschrieben wurde, wird der Karako als alte schwäbische Weiberjacke gelistet. Er ist aus bedrucktem, gezinsten Baumwollstoff genäht. Feine Steppstickerei verbindet Oberstoff, Futter und Einlage. Kommen Sie doch mal vorbei. Zum Beispiel auf unserer Internetseite www.trachten.bezirk-schwaben.de oder gleich im Landauer Haus. Wir sind für Sie da.